Die SHOT-Show-Berichterstattung wird präsentiert vom Hamburger Versicherungskontor Bark und Büttner, dem Spezialisten für deine Versicherung und dem Waffenfachgeschäft Reimer Johansen, die Adresse im Norden für Long-Range-Shooting, Wiederladen und Custom Rifles. Moin und Wattmannsheil von der SHOT Show 2024 und ich habe es mir nicht nehmen lassen, am Stand von Element Optics vorbeizuschauen. Wer mir schon länger folgt, der weiß, ich habe letztes Jahr eins von den Helix HD Zielfernrohr getestet, das mit Erfolg. Und ja, ihr hattet immer auch die Frage oder die Bitte an mich, auch mal, wie soll man sagen, Produkte aus einem anderen Preis-Leistungs-Verhältnis zu testen. Also eben nicht oben bei ZCO, sondern, sage ich mal, aus dem bodenständigen Bereich, was aber trotzdem gute Qualität für einen fairen Preis liefert. Und Element Optics ist dabei ganz oben auf meiner Liste, wenn es zu diesen Produkten kommt. Und jetzt neu hier auf der SHOT Show vorgestellt, Laserentfernungsmesser mit Ballistikrechner. Zwei Varianten. Ich fange mit der kleinen Variante an und klein heißt hier wirklich vom Formfaktor ein kleines, kompaktes Gerät, was sich gut in die Hand einschmeichelt, was man am Beinoharnis oder einfach in der Jackentasche mit sich führen kann. Es kann über die App programmiert werden. Element Optics hat da eine eigene Ballistik-App draus gebracht, speziell für die jagdliche Anwendung. Und ja, man kann es frei programmieren, verschiedene Waffenprofile anlegen. Das kleine Gerät hat eine Reichweite bis 1500 Yards. Auf normal große Ziele, das heißt jagdlich relevante Ziele wie Wild, Bäume etc. Und es ist tatsächlich so einfach, wie man sich's vorstellt. Man drückt den Knopf, das Gerät misst automatisch alle Daten, die relevant sind für den Schuss auf diese Entfernung, Winkel etc. und gibt einem eine Ballistiklösung raus, die man dann je nach Gunprofil sozusagen rausgespielt bekommt in einem Holdover in Mil, in einer Mil-Verstellung oder Anzahl von Klicks oder eben MOL. Und das wirklich mit einer sehr schnellen Messung und wie ich finde auch mit einem tollen Indikator. Denn das Display ist rot, aber sobald man eine erfolgreiche Messung ausgeführt hat, sieht man so ein grüne Strahlen um das rote Fadenkreuz zum Zielen und hat sozusagen sofort die Confirmation, die Messung war erfolgreich und ich habe hier die korrekte Ballistiklösung für den Schuss. Die kleine Variante, wie gesagt, bis 1500 Yards. Die größere Variante muss einfach so sein, wenn man größere Reichweiten erzielen möchte, dass der Sender und der Empfänger sozusagen weiter auseinander liegen und einen größeren optischen Durchmesser haben. Die große Variante bis 3000 Yards. Funktionen sind die gleichen, das heißt verschiedene Waffenprofile, schnelle Messung, Indikator für erfolgreiche Messung und Ausgabe der ballistischen Lösung sozusagen sofort im Display. Das heißt, ich kann das Gerät dann einfach wieder an den Harness klemmen, klicke die Ballistiklösung an meinem Zielfernrohr oder wähle den Holdover und bin sofort schussbereit. Großartig, das jetzt auch von Element Optics zu sehen in einem Preissegment, der viele von euch besonders begeistern dürfte. Weitere Informationen findet ihr in dem Link unter dem Video und jetzt bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.